bin Maike Schönfeld von der Firma Trakel und sitze hier mit der Sprachtherapeutin Nicolene Behre. Hallo. Hallo. Wir möchten heute über den Einsatz von Sprechventilen bei trachelostomierten Erwachsenen sprechen. Nicolene, du arbeitest ja schon sehr lange mit trachelostomierten Kindern und Erwachsenen zusammen. Wann setzt man denn ein Sprechventil ein? Also das Sprechventil kann man aus verschiedenen Gründen einsetzen. Also wir können es dann erst einsetzen, wenn wir Patienten haben, die wir tatsächlich auch entblocken können. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt, der Kaff muss entblockt werden. Das bezieht sich überwiegend auf erwachsene Patienten, weil wir zumindest im deutschsprachigen Raum in Europa auch überwiegend Kinder haben, die nicht geblockte Kanülen haben. Okay. So. Das heißt, im Erwachsenenbereich brauchen wir die Voraussetzung, die Patienten müssen in der Lage sein, entblockt zu werden. Und dann ist es tatsächlich auch sinnvoll, dieses Sprechventil aufzusetzen, weil es den Patienten dann ermöglicht, tatsächlich über das Sprechventil auch einen Expirationsdruck, also einen Ausatemdruck aufzubauen und über die oberen Atemwege tatsächlich auch zu husten, zu sprechen, wozu sie kognitiv natürlich in der Lage sein müssen, aber überhaupt Stimme zu produzieren und um auch diese Sensibilität im Mund-Rachen-Bereich, also im oropharyngealen Bereich zu steigern wieder. Okay. Und was bedeutet jetzt der oropharyngealbereich? Wo ist das? Also das ist ja eine Zusammensetzung dieses Begriffes von Oral und Pharynx. Oral ist der ganze Mundbereich und der Pharynx ist der Rachen. Das heißt, der Bereich geht bis zum Kehlkopf runter, also oral die Mundhöhle. Und dann geht es hinten an der, wenn man sich also im Spiegel mal anschaut, den Mund relativ weit aufreißt und hinten mal durchschaut, dann sieht man hinten schon die Rachenhinterwand. Ja. Das kann man schon sehen. Und der zieht sich, dieser Rachenbereich zieht sich dann tatsächlich bis auf Kehlkopfhöhe und den Kehlkopf können wir von außen spüren. Also weiß man so ungefähr diesen Bereich. Das ist das, worüber wir dann sprechen. Und was bedeutet das, dass man den sensibilisieren muss? Es ist so, wenn wir mit Patienten zu tun haben, die dauerhaft mit einer geblockten Kanüle versorgt sein müssen, heißt es ja, dass die durch die Kanüle ein- und ausatmen. Ja. Weil der Luftweg oberhalb der Kanüle, und das ist, die Kanüle liegt unterhalb des Kehlkopfes, unterhalb der Stimmbänder, und alles, was da drüber liegt, also inklusive Kehlkopf, als auch eben der besagte oropharyngeale Raum, erfährt überhaupt keine Luftzufuhr. Ja, da passiert gar nichts mehr. Das bedeutet wiederum, dass die Patienten nicht riechen können, weil wir das über die Einatmung machen und die Rezeptoren, die wir da haben, in der Nase. Und dass es auch schwerer haben zu schmecken, weil auch wir hier auf der Zunge und im Gaumenbereich auch hier Rezeptoren haben. Das heißt, dieser ganze Bereich, das alles, dieser sensible Bereich und diese sensitiven Sachen sind ausgeschlossen. Und das führt häufig dazu, wenn wir Patienten haben, die sehr lange geblockt sind, über lange Zeiträume, und da spreche ich von Jahren tatsächlich, dass dieser Bereich dann irgendwann auch tatsächlich die Sensibilität reduziert wird extrem. Und das wiederum bedeutet, dass die Patienten häufig auch gar nicht spüren, wann sie schlucken müssen, weil sie ihren Speichel nicht mehr spüren. Und um dem vorzubeugen oder da entgegenzuwirken, brauchen wir eine Entblockung. Wir brauchen wieder Luftfluss und eine Sensibilisierung dieses oropharyngealen Bereichs. Okay. Wie ist denn so die Reaktion von den Patienten, wenn die so das erste Mal so ein Sprechventil aufgesetzt werden? Ist das, wie reagieren die? Also zunächst ist es so, wenn die erste Reaktion, die manchmal relativ heftig für jemanden, der damit nicht so vertraut ist, kommt, ist, wenn man die Patienten entblockt. Also auch dann passiert es ja schon, dass Luft nach oben geht, dass die Patienten das spüren, dass da oben plötzlich was passiert, und dann reagieren sie häufig mit Niesen, Husten, auch, dass sie den Speichel spüren, dass sie einen roten Kopf bekommen und richtig kräftig husten müssen. Das kann sehr beeindruckend sein, wo man vielleicht auch mal Angst kriegt, oh Gott, was passiert da jetzt eigentlich? Letztlich ist es in den meisten Fällen ein Zeichen dafür, dass da überhaupt mal wieder was gespürt wird. Ja. Ne? Und wenn das lange Zeit nicht passiert, dann ist das natürlich sehr eindrücklich, auch für die Patienten. Sie werden meistens wacher, das auch, aufmerksamer. Je nachdem, mit was für einem Patienten wir es hier zu tun haben, ob das ein Wachkoma-Patient ist, auch da machen wir das ja, oder ob das ein sehr wacher Patient ist, sowieso schon. Und dann versuchen wir, wenn wir ein Sprechventil aufsetzen, das steckt man jetzt auch nicht sofort drauf, das
wird angepasst, also man macht da so eine Übergangszeit eigentlich, dann ist es so, dass es erstmal für die Patienten schwieriger ist, auszuatmen, weil der Luftfluss über die Kanüle natürlich relativ kurz ist. Ja. Ne? Durch die Trachea, direkt durch die Kanüle rein und raus. Der Luftweg ist kurz, hat wenig Widerstand. Mhm. Außer natürlich die Kanüle an sich von ihrem Innendurchmesser. Aber die Luftflüsse über den Kehlkopf, durch die Nase, durch den Mund, ist sehr viel länger und braucht auch länger und braucht mehr Kraft. Ja. Und das bedeutet für die Patienten, dass sie erstmal schon auch Mühe haben häufig. Mhm. Also diese Ausatmung über dieses Sprechventil, dann über die oberen Atemwege zu gestalten. Das heißt, manchmal fangen sie an zu pressen, da muss man drauf achten, wie reagieren sie und wie kann man das dann am besten anpassen. Kann es sein, dass es dann auch die Motivation des Patienten eventuell schwächt, wenn der dann das erste Mal so viel Mühe hat und das so unangenehm ist, dass er sagt, boah, geh mir weg mit dem Sprechventil, da habe ich keinen Bock mehr drauf? Nein, das kommt immer wieder, das ist natürlich eine Frage der Kognition, also ja, wie fit und wie wach diese Patienten sind, weil natürlich bedeutet das für die Patienten auch, wenn sie dann dazu in der Lage sind, dass sie mit dem Sprechventil auch sprechen können. Ja, okay. Und das ist natürlich ein hohes Motivationspotenzial, was wir da zur Verfügung haben. Ja. Wenn ich mit Wachkoma-Patienten arbeite, die auch mit dem Sprechventil nicht sprechen können, da wird das eher für die Schluckfunktion eingesetzt. Ja. Dann merkt man es natürlich an der Anstrengung unter Umständen. Mhm. Aber auch die werden dann wacher und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe. Also wir entblocken nicht die Patienten, setzen sofort das Sprechventil auf, sondern wir versuchen Übergänge zu schaffen, um es dem Patienten nicht unnötig schwer zu machen. Mhm. Es geistert immer mal, warum, was ist denn das Airtrapping? Was bedeutet das? Also das passiert im Grunde, wenn man sich vorstellt, wir atmen, also jetzt mal ohne Kanüle, ne? Kann man sich das wunderbar vorstellen, wir atmen einfach ganz normal tief ein und kriegen aber nur ein bisschen dessen, was wir eigentlich ausatmen wollen, ausgeatmet. Mhm. So, dann haben wir irgendwann aber das Gefühl, wir müssen wieder einatmen. Mhm. Das heißt, wir atmen wieder ein, es kommt wieder Luft dazu, wir kriegen aber nur ein Stück davon wieder raus. Mhm. Und irgendwann, kann man sich vorstellen, staut sich die Luft. Ja. Und das ist ähnlich, wie man sich das vielleicht bei Asthmatikern vorstellt, ne? Die ja genug Sauerstoff reingeführt bekommen, aber zu wenig abatmen können. Und das ist im Grunde sowas, ein Airtrapping, dass ich immer draufstocke an Sauerstoff. Ja. Und das kann passieren, wenn ich ein Sprechventil aufsetze und es zu wenig Möglichkeit, zu wenig Passage gibt für die Patienten, über die oberen Atemwege abzuatmen, sodass sich die Luft anstaut, die dann wieder neu eingeatmet wird und die nicht komplett abgeatmet werden kann. Okay. Also ich sattel immer wieder obendrauf, ne? Ich stufe Sauerstoff obendrauf. Okay. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Ja, ja, ist klar. Weil es erstens für die Patienten extrem unangenehm ist, bis zu Panik auslöst und es natürlich dann einen CO2-Überschuss gibt, sodass diese Patienten dann tatsächlich auch Gefahr laufen zu überblähen, die Lunge zu überblähen, weil die ja nicht mehr entleert werden kann. Ja. Und auch der CO2-Gehalt im Blut viel höher wird. Diese Patienten ermüden sehr schnell. Mhm. Daran kann man das unter Umständen auch. Das ist ein Messwert, den man irgendwie, woran man das merken kann, wenn die dann ermüden. Und man merkt es auch daran, wenn man das Sprechventil mal abnimmt, dass sie dann so richtig dass die Luft rauspfeift. Ne? Daran merkt man, das staut sich was. Ja. Sie können das im Grunde nicht komplett abnehmen. Wie kann denn das Phonocyst 1 da helfen? Das ist das Sprechventil von Trakl. Im Grunde das Ventil, was also wirklich hervorragend ist für diese Umstellungsphase auf der einen Seite, weil durch diese Verstellbarkeit der Öffnung wir also das Sprechventil aufsetzen können. Und wenn wir beginnen mit der Umstellung, um diesen Ausatemwiderstand nicht sofort so hoch zu machen, sondern die Patienten langsam daran zu gewöhnen, auch an diese Anstrengung, es erstmal gar nicht ganz verschließen, sondern einen gewissen Anteil der Ausatmung tatsächlich übers Ventil noch funktionieren kann, weil wir die Öffnung ein bisschen auflassen, und das sukzessive Verschließen. Wenn sich der Patient daran gewöhnt hat, dass es ein bisschen schwerer ist, abzuatmen, er ein bisschen mehr Kraft aufwenden muss und wir merken, das kriegt er gut hin oder sie, und dann das zunehmend zu verschließen, bis es ganz geschlossen ist und die gesamte Ausatemluft über die oberen Atemwege läuft. Das ist eine super Umstellungsmöglichkeit auf der einen Seite. Bei Kindern ist es ganz hervorragend, weil Kinder natürlich anders reagieren als Erwachsene. Ja. Erwachsene, wenn sie, wie gesagt, immer eine Frage der Compliance, also dessen, wozu der Patient in der Lage ist. Aber wenn ein Patient weiß, ich möchte gerne sprechen lernen, ist der auch
kann der das auch kognitiv verarbeiten, zu sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen anstrengender oder ja. ich kann mit dem darüber reden. Wenn ein Kind diese Anstrengung hat zum ersten Mal und merkt, das geht nicht, muss sich vielleicht übergeben sogar, weil der Druck zu groß wird, ja. dann wird das Kind dieses Ventil abnehmen und jedes Mal, wenn sie damit ankommen, dann wird es das sofort runternehmen. Ja. Das heißt, da haben wir dann, provozieren wir extrem hohe Abwehrreaktionen. Mhm. Und deswegen ist es super, also ich bei Kindern setze ich es sehr gerne ein, in dieser Umstellungsphase. Und bei den Erwachsenen geht es auch, ist es auch sehr positiv, wenn wir mal eine Situation haben, wo die Patienten vielleicht mehr Sekret produzieren. Also wo sie Schwierigkeiten haben, das Sekret abzuhusten, was auf den Stimmbändern liegt, und sie einfach mehr brauchen, um ihre Luft abzuatmen. Dass man dann mit dem Ventil einfach ganz gut sich auf diese Tagesform im Grunde einstellt. Ja. Sind denn Tagesform und Sekretsituation der Patienten so unterschiedlich? Ja. Es ist grundsätzlich so, dass Patienten, Menschen insgesamt unterschiedlich viel Speichel produzieren. Das ist schon mal bei jedem von uns so. Ich hatte tatsächlich schon mal einen Patienten, den habe ich, da ist es gelungen, ihn von der Kanüle wegzubringen tatsächlich. Das war ein Wachkoma-Patient, ein junger Patient. Nicht, weil der so hervorragend geschluckt hat oder verlässlicher als irgendjemand anders, sondern weil der einfach von sich aus so wenig Speichel produziert hat, dass er auch wenig aspiriert hat. Okay. So, ein anderer Patient, der vielleicht genau die gleiche Schluckfrequenz hatte oder die gleiche Beeinträchtigung hatte, bei dem ging das nicht, weil er viel mehr Speichel produziert hat. Das heißt, wir haben das von Grund auf schon, eine unterschiedliche Speichelproduktion, und dann gibt es, und da wissen wir häufig nicht, woran das dann immer liegt. Also manchmal kommt man zum Patienten und die Angehörigen sagen, jetzt meine Frau, mein Mann, Bruder, Schwester, weiß ich nicht, produziert seit 2 Tagen total viel Sekret. So, und dann kann es natürlich physikalische Gründe dafür geben, dass die Kanüle reizt, dass irgendwas ist, dass es einen Infekt gibt. Auch das gibt es natürlich, auch diese Beeinträchtigungen kommen natürlich dazu. Aber manchmal steht man da und denkt, ja, keine Ahnung warum. Ob die Luftdruck gerade anders ist oder ob es irgendwie irgendwo anders gerade irgendein Prozess stattfindet, der gar nicht dramatisch sein muss. Und da passiert viel, eine Medikamentenumstellung, die Speichelproduktion beeinflusst. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch dann in 3 Tagen wieder vorbei sein. Ja. Okay. Und da stecken wir oft nicht drin. Und manchmal ist dann so eine Ursachensuche auch müßig. Also wenn das dann tatsächlich über 3-4 Tage geht, dann denkt man ja, so what, dann ist es halt gerade so. Ja. Und verändert sich hoffentlich wieder. Genau. Aber dann kann man in dieser Zeit natürlich auch super mit dem Ventil arbeiten. Weil man da sich dann immer individuell darauf einstellen kann, ohne ganz darauf verzichten zu müssen. Ja. Das ist schon sehr gut. Gab es so einen besonderen Moment für dich in Verbindung mit Sprechventileinsatz beim Patienten? Ein besonderes Erlebnis, woran du dich erinnerst? Ja, ich mehrere tatsächlich. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil es gibt ja immer wieder auch so Highlights, wo man dann auch sehr berührt ist. Ja. Und ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der war kognitiv ganz klar, ganz wach. Und es ist ein beatmeter Patient gewesen, mit einer Hirnblutung und Schlaganfall. Also es war so ein multikomplexes Geschehen bei ihm. War noch gar nicht so alt, irgendwas um die 60. Und war in einer intensiv versorgten Wohngemeinschaft, hat er gewohnt. Und kam, wie gesagt, dauerbeatmet, nicht entblockt, kam der zu uns. Und das Drama bei ihm war im Grunde auch, dass er so schlecht schreiben konnte. Also er hat das gekonnt, also auch von der Grammatik her und so, das war gar kein Problem. Aber er hatte eben auch eine Störung, dass die Schrift immer kleiner geworden ist. Okay. Das ist mit bestimmten Beeinträchtigungen, geht das einher, dann hat er schlechter gesehen und so weiter. Das war äußerst schwierig. Und er war jetzt auch nicht so computeraffin. Dass er von der Aufmerksamkeitsleistung hat das nicht so gut hin. Okay. So. Und dann haben wir es geschafft, beziehungsweise dieses ganze Team hat es schaffen können, dass er immer mal wieder auch nur am Sauerstoff gewesen ist. Also konnte von der Dauerbeatmung über Stunden tatsächlich nur an den Sauerstoff. Und dann habe ich mich mit dem Arzt besprochen, dass wir ihn in der Therapie anfangen zu entblocken. Und in der Situation, wo wir entblocken, ist es tatsächlich auch immer, habe ich eingangs schon gesagt, sinnvoll, tatsächlich mit Sprechventil zu arbeiten, um den Patienten die Sensibilität zu ermöglichen und damit sie ihre Reinigungskräfte auch tatsächlich einsetzen. Ja.
So. Also Husten, Räuspern. Genau, mhm. Genau. Weil sie haben, auf der einen Seite nehmen wir ihnen den Schutz der, der Blockung. Ja. Das heißt, sie laufen Gefahr, mehr zu aspirieren. Mhm. Dann müssen wir ihnen aber auch den Schutz ihrer Reinigungsfunktion geben. Und den haben sie nur, wenn sie dieses Sprechventil haben. Okay. Ja. Ja, weil sonst husten sie hier vorne, sonst sie kommen ja da oben gar nicht hin. Aus der Kanüle raus, genau. Und nicht mehr hoch über die oberen Atemwege. Ganz genau. Mhm. So, und dann haben wir begonnen, habe ich begonnen, mit diesem Sprechventil vom Trakel zu arbeiten und habe es erstmal so ganz locker aufgesetzt. Mhm. Das war auch so, ich habe ihn entblockt und er hat gehustet wie ein Wilder und war sehr, sehr, also der, dann schießt auch der Puls hoch und so. Ja, und das ist auch anstrengend. Sehr anstrengend. Ja. Und es macht den Patienten auch Angst, das heißt, man muss da wirklich auch, also es ist schon gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, wenn man das so ein bisschen einschätzen kann, wann wird es wirklich zu viel und wann muss der Patient vielleicht dann tatsächlich auch wieder geblockt werden, weil er es heute vielleicht wirklich nicht schafft. Ja. Ja? Mhm. Aber so durch so eine gewisse, durch so ein gewisses Tal muss man durch und muss man den Patienten auch durchbegleiten und da ist es natürlich gut, wenn man selber auch eine Sicherheit ausstrahlen kann. So, und dann habe ich ihm erstmal mit einer Kompresse, das mache ich meistens, dass ich eine Kompresse nehme, man hat ja eh Handschuhe an und so, und dann so locker auf die Kanüle lege, um zu gucken, hat er überhaupt genug Platz neben der Kanüle? Und was passiert dann? Was macht er dann eigentlich? Und darüber spürt er ja nochmal mehr. Ja. Und dann habe ich ihm das Ventil aufgesetzt und erstmal ganz weit gemacht und dann sukzessive tatsächlich auch in der ersten Therapiestunde verschließen können. Seine Frau war auch dabei. Und dann fing er wirklich an zu reden. Und das war wirklich, ja, also das war wirklich so, so berührend auch. Und dieser Patient hat einen irren Humor gehabt. Der war so ein sarkastischer Typ mit viel Ironie. Und hat dann gesagt, also diesen Scheiß macht er hier nicht länger mit. Und was er schon immer mal sagen wollte. Und dann zu seiner Frau, ist aber schön, dass du da bist. Und hast du einen neuen Pullover dir gekauft. Und sie stand da und weinte furchtbar. Oh. Ja. Und wir standen wirklich da und also uns kamen echt die Tränen und er guckte uns nur an und sagte, was jetzt eigentlich hier los ist irgendwie. Also, dass wir jetzt hier am Heulen wären, das wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen übertrieben. Also, und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis mit ihm. Das hat sehr viel Freude gemacht und es war echt richtig schön, ihn immer wieder so zu sehen. Für mich war es dann irgendwann normal, weil er immer in meiner Therapie entblockt wurde. Und es kamen aber die Pflegekräfte dann immer rein und sagen, jetzt sehe ich sie endlich mal, ich habe sie ja noch nie gehört. Weil der immer nur bei mir entblockt werden konnte. Weil das natürlich auch das Pflegepersonal und alle anderen, die müssen natürlich auch wirklich das gut einschätzen können, wann kann ich das machen, wie lange kann ich das machen und wie ist das Handling, wenn es dann irgendwie kritisch wird. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Das war sehr informativ. Ja, schön. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, ich danke dir. Ebenfalls. Danke.